Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video bei mir auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mein Milano Class Setup, was ich immer in Hardcore spiele. Die ganzen Perks dazu natürlich, also das ganze Setup. Und dann habt ihr auch noch wie immer ein bisschen Gameplay. Aber dann würde ich sagen, lege ich jetzt auch mal direkt los. Also, zuerst benutze ich das Diamondback R02 Visier. Das benutze ich einfach nur, weil es ein Standardvisier ist. Dann den Mündungsfeuerdämpfer. Ihr könnt auch den Agency-Mündungsfeuerdämpfer benutzen, aber ich benutze den Mündungsfeuerdämpfer 9. Als Lauf benutze ich den 9,5 gezogen, ist einer der besten Läufe, finde ich, deswegen benutze ich ihn eigentlich hauptsächlich. Ihr könnt auch den 10,6 Sonderkommando benutzen, aber der gibt euch auch viele Nachteile. Als Körper benutze ich den ruhige Handlaser, ist einfach nur meine Entscheidung gewesen, ihr könnt auch zum Beispiel einen gelben Zielpunkt nehmen. Dann den roten Zellenvordergriff. Wie immer könnt ihr auch einen anderen Griff nehmen, sowas wie den Feldagentengriff, gibt aber auch wieder Nachteile. Also habe ich den nicht. Als Magazin Vandale Schnelllader benutze ich da. Ihr könnt auch das Salven 55 Schuss benutzen. Ich benutze das Vandalen Schnelllader aber eigentlich nur, weil es mir auch noch ein bisschen mehr Tempo gibt. Weil das 55 Schuss Magazin zieht auch Tempo ab. Dann benutzt ihr den Dschungelgriff, weil ich einfach noch nicht den Luftelastikumwicklung freigeschaltet hatte zu dem Zeitpunkt. Aber ich empfehle euch auf jeden Fall Luftelastikumwicklung, weil es gibt noch ein paar mehr Vorteile. Wie der SASR-Dschungelgriff. Da benutze ich als Schaft den Staubschaft. Ihr könnt auch wieder einen anderen Schaft benutzen, aber ich denke, dass der Staubschaft einer der besten von allen ist. Als Zweitwaffe benutze ich eine Magnum aus dem letzten Pass. Ich zeige euch hier jetzt auch mal die Attachments. Da benutze ich noch als taktisch Stimulanz, Premier Semtex und das Bodenluftgeschütz, weil es eines der besten Items ist in Hardcore. Als Extras Taktikmaske, Attentäter und Ninja. Das sind meine typischen Standard-Perks, die ich eigentlich immer benutze. Oh, und ganz wichtig, ihr braucht auch noch als Wildcard Revolverheld, damit ihr mehr Attachments haben könnt auf der Milano. Das war's dann aber auch eigentlich erstmal von mir. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao. Let's talk, let's get it. New red Gucci coat, feel like Paul Revere. They saying gone, what's your name? Rapper of the year. I've been wildin', ain't no stylist. No one tell me shit, nah. Fucker than Bassana Rollers. I don't want no kid. Nigga, I went from broke to rich. Still won't spend 10 cents on a bitch. Mom told me to be money smart. Now I guess I'm dumb rich. Goddamn. Fourth quarter shot, you know I get a ballin'. Money in my pocket, no, I'm no stranger to ballin'. No life be a gamble, but I promise that I'm. Took her ass to pound town, back by eight. Oh no, kumbaya. I done blown up so much, made them drop their jaw. Blinded by the money, I don't wanna see y'all. They said I'm an addict for success, I need a fix. So I'ma come and rise up, I don't fuck with counterfeits. Quarter shot, you know I get a ballin'. Money in my pocket, no, I'm no stranger to ballin'. No life be a gamble, but I promise that I'm all in. Yeah, yeah, all in, yeah, yeah.